Servus, Servus und Hallo zu einem neuen Video. Heute sage ich euch, was ich so von dem Outdoor and Cooking Noah halte. Also als zuallererst einmal die Tür hier, die hat das so richtig scheiße gemacht. Da bin ich mir sicher, das hätte er besser machen können. Ja, wegen ihm habe ich meine teure Garmin Navigationsuhr verloren. Ja, okay. Stützen. Ja, die ist hier abgebrochen. Ja, okay. Stützen. Ja, ich meine, wegen der Garmin, ja, bin ich selber schuld. Ja, warum habe ich sie nicht da oben getragen? Ja, Stützen kann auch nichts dafür. Ja, weil Stützen, ich finde, das sind Kisten viel besser, weil bei dem Scheiß Stützen aufstellen, da braucht man immer ziemlich viel Zeit. Ja, die Garmin-Uhr, die habe ich da so reingelegt und die ist da bei dieser Scheißtür rausgeflogen. Also ich persönlich glaube, dass wenn man den Wohnwagen abstellt und ein Schläfchen machen möchte, dass wenn man immer Kisten vorne und hinten abstellt, dass man da wesentlich schneller ist, wenn man ein Bäuschen im Fahrradwohnwagen macht. So, aber jetzt rede ich nur Gutes über den Outdoor and Cooking Noah. Der Outdoor and Cooking Noah, der hat mich ausgestattet mit einer Fahrradwohnwagenwaffe. Das ist kein Fahrradwohnwagen, das ist ein Fahrradwohnwagen-Kampfjet. Wie ein Düsenkampfjet. So schnell fährt der. Ja, ich werde mit dem Teil nach China, nach Australien und bis nach Brasilien fahren mit dem Teil. Ihr werdet das schon sehen auf meinem Kanal. Ja, ich habe den Outdoor and Cooking Noah ein bisschen persönlich kennengelernt und ich habe wirklich vorher, wie ich ihn noch nicht persönlich gekannt habe, da habe ich mir gedacht, wie ich mir seine Videos angeschaut habe, ja, okay, ja, die Videos schon gut, aber ich habe mir gedacht, irgendwie, das ist so einer, der so eine hochgezüchtete, von so einer hochgezüchteten YouTube-Familie, wo immer der Papa und die Mama ihn alles einsagt, wie er jetzt die Videos so machen muss, aber in Wirklichkeit tut der Autor nur, ja, Outdoor and Cooking Noah, der macht das wirklich von sich aus selber, der Bursche, der Junge, das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass der junge Mann, der ist 10 Jahre jünger als wie ich und der macht das alles von sich aus alleine, ja, der hat seinen YouTube-Kanal alleine aufgebaut. Ja, ich wollte auch noch sagen, dass der Outdoor and Cooking Noah, der hat diesen schönen Teil da, dieses Schmuckstück da, wirklich, der hat das mit einfachsten Mitteln gebaut. Der Junge, der hat nicht einmal zu Hause eine Flex, der hat das einfach mit einer Säge gesägt, die Aluminium-Dinger da. Und ja, so ausgestattet ist der eigentlich mit weniger als wie ich, was ich zu Hause habe vom Werkzeug, aber der hat einfach mit dem geringsten möglichen Mitteleinsatz das bestmöglichste Schmuckstück gebastelt, was es nur gibt. Und das finde ich schon sehr bewundernswert, was der junge Mann zusammengebracht hat. Der Outdoor and Cooking Noah ist die Zukunft der zukünftigen YouTube-Videos. Man wird von ihm verdammt viel hören. Ich habe schon wieder überhaupt keinen Akku mehr. Ich brauche eine Tankstelle zum Stromladen. Da wird sicher, ja, meistens bei den Tankstellen, da sauft man mit Einheimischen in Österreich. In Österreich ist das so. In Österreich, da sind immer Haberer, also Männer, Mandeln, Männchen, die sich bei der Tankstelle immer voll saufen. Und ja, ich werde jetzt Strom laden gehen und wahrscheinlich etwas Alkohol trinken, bevor mein Akku wieder vollgeladen ist. Anderes T-Shirt muss ich mir noch anziehen. Boah, weil sonst stinke ich alle voll. Ja, es ist voll geil hier. Ich werde hier voll eingeladen zum Trinken und zum Essen und zum, ja, bei der Tankstelle, weil sie alle voll geil finden, dass ich mit dem Fahrradwagen fahre.
Also ich, der Hans. Der Hans, der Schöpfer. Der gibt mir ein Bier. Keine Frage, man wird zum ein Bier Frage, und zum Essen. Zum Essen gibt er mir was, das ist leibend. Was ist das? Ja, danke mal. Ich hab mir schon langsam warmes gegessen, deswegen hast du gesagt, doch, das danke ich. Ja! Es ist wunderschön da. Was ich immer mehr sehe. Manchmal wie am Sonntag mit dem Motorrad durch die Gegend einziehen. Über das Land sind wir geritten, mit unserem Fußstabrocken ruhig. Haben unsere Jugend zelebriert und gespült in fast jedem Hirner Stall. Eine fantastische Zeit, die man nie vergisst, nie bereit. Wir waren aus der Hauptstadt, dort ist an jedem Straßenbeck irgendeine Geschichte oder eine schöne Erinnerung versteckt. Und man kennt alle Braven, alle Gauner, alle Tricks. Die lustigen Schickis, die normalen Leute und die Salonsteirer Fricks. Es kehrt genauso. Ja, Leute, mir geht's jetzt gar nicht gut. Mich dreht's volle Bulle. Ich war heute zweimal bei zwei verschiedenen Tankstellen Stromladen. Ja, und beim ersten Mal habe ich gesoffen und dann bin ich Linien, also Kreise gefahren oder halt Kurven bei der Straße. Und jetzt haben sie mich wieder voll abgefüllt bei der Tankstelle. Ja, mit richtig starkem Alkohol. Ja, die haben mich so abgefüllt mit Alkohol, dass ich richtig fest kotzen haben müssen. Und ich habe nicht einmal mehr den Weg zum Fahrradwohnwagen geschafft. Ja, ich habe es nicht geschafft, mir die Stützen selber aufzustellen. Die haben mir die Stützen aufgestellt vom Fahrradwohnwagen und haben mich jetzt hier hineingelegt in den Fahrradwohnwagen, weil ich habe nicht mehr gerade gehen können. Ja, ich wollte das filmen, wie ich gekotzt habe, aber ich habe einmal die Leute gefilmt, die mich so richtig abgefüllt haben. Berlin ist scheiße. Ich bin leider sehr vergesslich, also du bist da. Jakob. Du bist da. Ich bin auch Philipp. Bis Gott. Philipp? Nein, der heißt nicht Philipp, oder? Das heißt ja. du bist da. Richard. Richard, du bist die. Du bist da. Ja, du bin ich selber. Wie bist du? Ich bin der Roland. Wer bist du? Hotstar. Jetzt habe ich mir die Namen eingeprägt hier. Wir sind mal unten. Ja. Oh, ich bin so dicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, wo ich bin, was ich mache. Aber ich versuche jetzt trotzdem ein bisschen zu schlafen. Gute Nacht. Thank you.
Ja, ich bin jetzt bald wieder zu Hause. Und zu Hause, da wartet ja, mein depperter Hund. Meine Großmutter hat ihn zu meinen Eltern gebracht, weil meine Großmutter ist auf Urlaub seit 2 Tagen. Und seit 2 Tagen ist mein Hund jetzt schon alleine. Ja, meine Eltern sind zum Glück auch auf Urlaub, weil die gehen mir relativ am Arsch. Ja, und ich fahre jetzt zu meinem Elternhaus. Ja, und zeig meinen Hund. Meinen Hund, dieses Schmuckstück da hinten. Ja, ich bin jetzt gleich wieder zu Hause und ich habe mir gedacht, ich werde mir jetzt ein T-Shirt wieder anziehen, weil, ja, die Nachbarn hier, die halten mich für verrückt und wenn ich... ...nach Hause komme mit dem Fahrradwohnwagen, mit meinen neuen Waren, halten sie mich noch für verrückt und deswegen ziehe ich mir jetzt ein T-Shirt an. Jetzt muss man genau noch auf die letzten Meter der Strom ausgehen. Ach, und jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich daheim oder zumindest halt bei meinem Elternhaus. Ob das Teil in meine Wohnung in den Keller passt, das ist wieder eine andere Frage. Ist da wer zu Hause? Ist da wer zu Hause? Begrüßt du mich gar nicht? Jetzt haben wir uns wochenlang nicht gesehen und du begrüßt mich nicht einmal. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Sag einmal. Schaut sich das an, wie gestört mein Hund ist. Jetzt war ich wochenlang weg. Er ist jetzt seit 2 Tagen ungefähr alleine zu Hause und der will nicht einmal aus dem Käfig raus. Also der hat so einen Schuss, der Hund. Ich sag's euch. Ich habe ihn sehr gerne, aber ja, dann bleib halt doch im Käfig weiter drinnen. Also ja. Also da ist mein großes Beb. Und jetzt hole ich meinen schnellen Flitzer rein in die Garage. Das schaut schon geil aus. 2 Fahrradwohnwegen. Eine ganze Garage nur für Fahrradwohnwegen. Geil, oder? Ja, ich bin jetzt wirklich ein reicher Mann. Mit 2 Fahrradwohnwegen bin ich ausgestattet. So, jetzt bin ich im Innenraum von meinem alten Hengst, ja. Also drinnen schaut der hier schon noch um einiges gemütlicher aus, aber den kleinen Flitzer da draußen, den werde ich drinnen auch noch etwas schöner machen. Und ich bin jetzt ein Mann, der 2 Fahrradwohnwagen hat. Ja, also ich bräuchte nur eine Frau, dann könnte die Frau mit dem kleinen leichten Flitzer fahren und ich mit dem großen Flitzer, ja. Ja, wir könnten Babys machen, wenn ich eine Fahrradwohnwagenfrau hätte. Könnten wir Babys machen und den Nachwuchs, den könnten wir hier auf meinem Tischchen hier die Windeln wechseln. Ich meine, ich würde nie Windeln wechseln, weil Windeln wechseln, das ist Frauensache, aber die Frau könnte hier die Windeln von unserem Nachwuchs wechseln, ja. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig das Video bitte deiner Schwester.